Ja, es wird sehr, sehr viel geredet. Mich wundert es ja manchmal, wie schnell das dann geht, Millionen aus dem Hut zu zaubern, wenn es darum geht, irgendwo auf der Welt zu helfen. Es ist natürlich eine schlimme Situation, die es in Afghanistan gibt. Aber letztendlich glaube ich schon, dass hier andere die erste Zuständigkeit haben. Und da spreche ich von den Amerikanern. Das ist eine Nation, die Milliarden jedes Jahr für Rüstung ausgibt, die 20 Jahre in Afghanistan Krieg geführt hat, mit europäischen Verbündeten, mit den Franzosen, mit den Deutschen. Also ich glaube, die sind jetzt in allererster Linie gefordert. Ich hätte sehr, sehr viele Einsatzzwecke für 18 Millionen, um in Österreich der eigenen Bevölkerung, die zum Beispiel von Armut betroffen ist, zu helfen. Und Bundesparteivorsitzende von der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat auch gemeint, man könnte beispielsweise auch einige Menschen nach Österreich holen oder man wäre hier in der Verpflichtung, Menschen mit afghanischen Wurzeln nach Österreich zu holen. Sie meinte da als Beispiel Richterinnen. Wie stehen Sie da dazu? Ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, die SPÖ ist ohnehin von euren guten Geistern verlassen. Wir haben in Österreich über 50.000 oder ungefähr 50.000 Afghanen. Ja? Und wenn Sie sich die Asylstatistik anschauen, ab dem Jahr 2011 sind immer die Afghanen oder die Syrer an erster Stelle. Und jetzt muss man sich einmal überlegen, das war genau zu der Zeit, als die Amerikaner und westliche Mächte versucht haben, die Demokratie, so haben sie es ja immer gesagt, in Afghanistan zu etablieren. Das heißt, der eine Teil des Landes war von den Amerikanern und ihren Verbündeten besetzt, der andere Teil von den Taliban. Und jetzt frage ich mich, vor wem sind diese Leute geflüchtet? Die Amerikaner nicht wollten, die konnten ja zu den Taliban gehen. Die Taliban nicht wollten, die hätten die Amerikaner unterstützen können. Also was für Leute sind das, die da in den letzten 10 Jahren den Weg zu uns gefunden haben? Und da zeigt sich ja schon allein bei diesem Blick, dass das Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und das Boot ist jetzt endgültig voll. Wir brauchen keinen einzigen mehr. Die Leute sind in der Region zu unterstützen. Dort sind in erster Linie zunächst einmal die Amerikaner gefordert. Und eines sage ich auch noch dazu. Die Amerikaner haben gerade in dieser Region einen ganzen Haufen von Verbündeten. Lauter Länder, die mit den Amerikanern bestens kooperieren, von Saudi-Arabien begonnen. Die sind alle in einer geografischen Nähe zu Afghanistan. Und sie haben alle auch noch den Vorteil, muslimische Länder zu sein.